Jo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute spielen wir mal auf dem Server Unica City. Es ist so, es ist ja wie ein echtes Real-Life-Server. Das heißt, Ressourcenpack wurde runtergeladen. Okay. Dreierbonus. Da du innerhalb von 3 Minuten wieder eingeloggt hast, läuft der Dreierbonus weiter. Herzlich willkommen zu einem Tutorial. Versuchen wir das Tutorial wird zur Stadthalle führen, oder? Okay, also sind die AGBs weiter. Kann man es lesen. Falls du nicht bestätigt werden kann, ja, weit. Okay. Weiter. Okay. Und zwar, es ist so wie Real Life, man fliegt mit dem Flugzeug zu einer Stadt. Stadtteil. Und man kann so Personalweis anfordern, man kann Waffenschein machen. Das ist wie so ein echtes Leben. Und also ich zeige euch mal alles, aber wir sind gerade im Flugzeug. Exit ist hier. Als bekam mit 13.813 als User Prisma und User City gegründet haben. Seit der Gründung werde ein großer Wert auf Einzigartigkeit und Innovation gelegt. Im Gegensatz zu anderen Servern haben wir entschieden, nur ein einziges eigenes Plugin zu nutzen. Nach über 2 Jahren Arbeit am Skript wurde Unica City Beta V1 am 6. veröffentlicht. Über ein halbes Jahr wurde an der Beta-Version gearbeitet und am 1.1.2016 die Beta zu verlassen. Seitdem überzeugen wir einem einzigartigen, einem der innovativsten Real-Life- und Roleplay-Konzepten in Europa. Also Roleplay und Real-Life-Server ist das. Also, und da hätte ich mal geklärt, wir unterscheiden uns deutlich von anderen Real-Life-Servern. Somit haben selbst erfahrene Spieler ein neues Spielerlebnis. Du kannst hier deinen eigenen Weg gehen, für den wir dir viele Wege zur Verfügung stehen. Egal ob der hart arbeitende Bürger, ein gefürchtetes Bandenmitglied oder ein korrupter Polizeichef. Und selbst wenn dein gewünschter Weg nicht da ist, sind wir für neue Vorschläge immer offen. Okay, also wie schon gelesen, man kann in ein als normaler Bürger arbeiten, man arbeitet normal wie ein Bürger oder ein gefürchteter Bandenmitglied, also sowas, so wie Räuber und so, oder ein Polizeichef, also als Polizist arbeiten. Und es ist eigentlich sehr nice, also ich habe schon ein paar Videos angeschaut zu diesem Server und das ist wirklich sehr nice. Und also, Unica City bietet dir außer dem Game Server ein Forum, ein Teamspeak, einen Homepage und ein Control Panel. Hier kannst du dich für Fraktionen bewerben und mit anderen Usern in Kontakt treten. Auf dem Teamspeak kannst du mit anderen Spielern reden und lustige Sachen erleben. Hier findest du das Regelwerk, Informationen zur Fraktion und ein FAQ. In CP kannst du jederzeit und überall deine Statistiken zugreifen und Einstellungen vornehmen. Alle Adressen kannst du mit dir SDK-Adressen anzeigen lassen. Okay, Adressen. Du bist noch im Tutorial. Achso, okay, ja, muss man das Tutorial fertig machen. Okay. Ich habe mir so ein russisches Paket runtergeladen. Aber irgendwie. Keine Ahnung, wie geht es das nicht wirklich. Egal, ja, also wir machen jetzt mal Tutorial fertig. Ja, gehen wir mal ein bisschen herum. Okay, hier sind die 0 Kilo Esus, hier ist die Check-In 1, also es ist, wir sind am Flughafen quasi, wir ziehen jetzt in eine neue Stadt ein und sagen wir mal, fangen unser Leben ganz neu wieder an. Sagen wir mal so. Also hier ist jetzt das Check-In, also ihr seht schon, hier ist ein Flugzeug, also Flughafen. Hier ist unser Flugzeug ganz hinten, hier sind wir ausgestiegen. Und hier sind die Check-In. Check-Out auch und Check-In. Na, Check-In. Ja. Und das ist angeblich wirklich. Soll angeblich so wirklich so Real Life und so wie ein Rollenspiel sein. Und man kann so eigene, wie ein Bürger, wie schon gelesen, Bürger, man kann Räuber sein oder auch als Polizist arbeiten. Okay, also hier ist jetzt eigentlich, hier fängt eigentlich bald noch die Stadt an. Hier ist so eine Bank, Café Bus oder so, UCA. Und gehen wir mal hier weiter. Also ich, ja. Und schau mal. Geht jetzt weiter. Also ich bin auch schon sehr gespannt, was man da alles machen kann und so. Wie gesagt, habe mir nur so ein paar kleine Videos angesehen und so, nicht alles.
Neulings Hotel ist das, okay. Union Hotel Rezeption, also hier kann ich Hotel buchen und so, ist auch nicht schlecht. Okay. Hier wird noch, hier ist noch das Hotel. Gehen wir mal weiter. Okay, ist der nächste, also hier am Anfang. Du wirst zunächst dafür zu werden, Level 1. Schön Haus und ein paar Autos in der Garage. Muss man zuerst viel arbeiten. Okay, man kann auch Jobs sehen. Bei allen diesen Jobs verdienst du mehr oder weniger Geld und XP, je nach Aufwand und Dauer des Jobs. Du bist noch im Tutorial, dein Gehalt erhältst du alle 60 Spielminuten in deinen, zu später aber mehr, deinen Payday. Okay. Nächsten Punkt. Du kannst dich nur in den nächsten Punkt teleportieren lassen. Okay, also da wird es wahrscheinlich nichts geben. Nein, es sind glaube ich nur Parkplätze oder so. Okay, ja, ich muss mir da ein bisschen mal umsehen. Alle 60 Spielminuten, wenn du AFK bist, hast du deine Payday. Also nicht AFK. Dort werden Zinsen, Steuern, Gehälter und Levelbonus verrechnet. Okay, also auch Zinsen kommen dazu oder Steuern. Falls du in ein Haus mietest, zahlst du dann die Miete für das Haus. Oder sogar Miete zahlt man. Also noch besser geht es eigentlich gar nicht. Wenn du bei Jobs Geld verdient hast, wird es dir nun auf dein Bankkonto gut geschrieben. Deine Zeit bis zur nächsten Payday kannst du bei /Stats sehen. Aber wahrscheinlich werde ich noch nichts haben, weil ich ja, weil ich noch im Tutorial bin. Okay, also ich gehe mal hier runter. Airport Class 2, Airport Class 1. Gehen wir mal Class 2, oder? Schauen wir mal. Airport Class 2, ja. Class Universität. Okay, es ist so, mit Zug kann man da auch fahren, irgendwie auch nicht. Also man kriegt doch sogar Zinsen. Nicht schlecht. Okay. Gehen wir mal Class 1. Okay. Also hier kann man nachher. Nächster Halt, Stadthalle. Genau, Stadthalle müssen wir hin. Stadthalle, okay. Stadthalle. Genau. Ja. Gut. Entweder müsst ihr jetzt warten oder Stadthalle, okay, nächste Klasse, Stadthalle. Du wird nur eine Route zum nächsten Punkt angezeigt. Okay. Für Ticket Knopf drücken. Ah, okay, jetzt habe ich ein Bahnticket. Little Mexico. Nein, ich brauche eigentlich Stadthalle. Okay. U-Bahn-Tickets. Ja, egal. Schau mal. Das wird ja schon gehen irgendwie. Nur die Frage, wie was so, wie es halt genau geht. Oder ist es nur so Deko, sonst hätte ich mir kein Ticket kaufen können. Okay. Also mir wird normalerweise jetzt angezeigt. Die wird nun die Route zum nächsten Punkt im Tutorial angezeigt. Vielleicht muss ich hier mal rausgehen. Kann das sein? Also nächsten Punkt teleportieren. Du wurdest zum nächsten Punkt teleportiert. Okay. Es haben sich seit 01.01.2016 52.312 Users registriert. Es geht. 5.000 52.312 Mathe-Genie, ne? Oh, ich gehe wieder zurück. Du. Okay, das geht eigentlich. Okay. Ja, jetzt kommen wir in den Start, also das ist jetzt mal der Start. Okay. So mal der Start. Also es sind auch Spieler. Okay. 91 Sekunden. Okay. Ich glaube,
Hätte ich die Ressource Pack irgendwie, dann wenn ich Ressource Pack hätte, dann würde hier so ein Wegzeiger, glaube ich, sein. Bei manchen Videos war so ein Wegzeiger, ich glaube, das war echt nur ein Ressource Pack. Aber irgendwie finde ich die Ressource Pack jetzt gerade nicht, das ist jetzt das Problem. Bankmenü. Du hast mehrere Möglichkeiten, dein Geld aufzubewahren, okay? Du kannst es als Bargeld bei dir tragen, auf der Bank oder in deinem eigenen Haus in der Hauskasse haben. Infos über das Bargeld hast du bei /stats. Ja, habe ich eh schon mal. Am Bankautomaten kannst du mit /punk mit deinem Bankkonto integrieren. Okay. Wenn du ein Hauseigentümer bist, kannst du es mit /Hauskasse in deine Hauskasse legen. Wenn du etwas kaufen oder ein Spieler Geld mit Pay übergeben möchtest, brauchst du es jedoch aus Bargeld. Das neben dir ist dein Bankkonto. Okay, nehmen wir seine Bank. Okay, nehmen wir seine Bank. Banken. /Bank. Ganz übersichtlich über Bank, bei denen du dein Konto verwalten kannst. Okay. Es ist ein Haus schon, also sind schon Häuser. Portieren. Du wirst zum nächsten. Derzeit sind 11 Fraktionen auf Unity City vertreten. Fraktionen. Die Polizei sorgt für Recht und Ordnung und jagt die Verbrecher in der gesamten Stadt. Der Rettungsdienst versorgt verletzte Spieler und kann am Unfallort versuchen, Spieler zu reanimieren. Sie sorgen in armen Vierteln für viel Stress, sie bauen Drogen an und verkaufen diese an Spieler. So Gang Mafia. Mit herkömmlichen Straßendrogen haben sie nichts am Hut. Sie sind Spezialist für Waffenproduktionen und synthetische Drogen. Mexikanisches Kartell, sowohl im Drogengeschäft aktiv als auch bei der Beihilfe, deine Feinde um die Ecke zu bringen. Kirche, eine Gemeinschaft von Geistlichen, die versuchen, Verbrecher zu bekehren und für Frieden kämpfen. Hitman, die Hitman sind professionelle Kopfgeldjäger, die jeden kalt machen, wenn es sein muss. Nachrichten, die aktuellsten Nachrichten und die spannendsten Stories sind nur bei den News zu finden. Ja, Familie, FBI, Dreher, ja, gibt sehr viel eigentlich. Falls du dich in einer Fraktion anschließen möchtest, musst du dich im Forum dafür bewerben. Ah, okay, dann muss man sich bewerben. Okay, okay. Bewerben muss man sich. Okay. Du hast dich auf Unity mit realistischen Waffen zur Wehr zu setzen. Mit realistischen Waffen zur Auswahl stehen Pistole, MP5, Jagdflinte, M4 oder eine Sniper. Alle Waffen unterscheiden sich in Schaden, Magazingröße, Nachladezeit, Rückstoß und natürlich Kosten. Was das Waffensystem auf Unity als eins der realistischen in diesem Genre. Du kannst ab Level 5 einen Waffenschein beantragen, um legal Waffen bei dir führen zu dürfen. Ja, Waffenschein gibt es auch mit Level 5. Waffen und Munition kannst du mit einer Waffenschein normal in einer Waffenladen kaufen gehen. Okay, um jeden anderen geregelten Spielablauf zu bieten, haben wir ein detailliertes Regelwerk, welches man auf der Homepage finden kann. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Wir bitten dich bei Gelegenheit, dort die Regeln durchzulesen und eventuell spätere Verstöße zu vermeiden. Nicht schlecht gemacht. Seit einigen Monaten bieten wir Fanartikel an. Den Link findest du auf der Homepage. Ja. Nun musst du ganz besonders auf deine Gesundheit achten. Okay, auf meine Gesundheit muss ich achten. Okay. Wir haben ein einzigartiges Health-System, welches wieder. Du musst regelmäßig essen und trinken. Okay, jeder Spieler hat eine eigene Blutgruppe, welche bei einem Arzt im Krankenhaus getestet werden kann. Sobald du zu wenig isst, trinkst oder Blut hast, fängst du an zu sterben. Wenn du zu viel Fastfood isst, wirst du fett und du läufst langsam als gesunder Spieler. Okay, man kann fett werden. Du kannst in Fitnessstudio trainieren, um Fett abzunehmen. Okay. Okay. Wow, da kann man sogar trainieren, gell? Benutze nun den Befehl /health, damit das Tutorial weitergeht. Health. Gesundheit. Okay, Gesundheit 16 von 16, Blut. Ich habe 6 Liter Blut. Hunger 20 von 20, Durst auch. Fett 0. Muskel 0. Okay. Muss ich trainieren gehen? Kein Problem. Muss man es leisten können, aber sonst kein Problem. Wenn du ein eigenes Haus möchtest, kannst du es dir hier nicht bauen. Okay, kann, ja, gut. Du kannst dir alle Häuser, die hier stehen, mit Hilfe von einem Makler kaufen. Es gibt auch Makler. Was? Alter. Je nach Größe und Lage können die Preise zwischen 8.000 und bis zu 100.000 variieren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einfach als Mieter ein Haus einzuziehen für 50 bis 250 pro Payday. Dafür musst du einen Hausbesitzer einen Mietvertrag anbieten, den du annehmen musst. Jetzt gibt es einen Mietvertrag auch?
Dann hast du einen begrenzten Zugriff auf das Haus, kannst aber alle installierten Features vom Haus nutzen. Oha, es gibt sogar einen Vertrag, Alter. Das ist wie im echten Leben, Alter. Voll nice. Okay, der Chat auf uns ist auf einen 30-Blöcke-Radius beschränkt. Okay. Je weiter ein Spieler etwas schreibt, desto dunkler wird die Farbe der Nachricht. Aha. Um global mit einem anderen Spieler schreiben zu können, hast du die Möglichkeit, ein Handy zu kaufen. Was? Ein Handy? Wirklich? Mit dem Handy kannst du dann die Nummer des anderen Spielers anrufen und somit ohne Begrenzung zu schreiben. Für Telefonate, slash Call und SMS, slash SMS benutzt du sowohl Empfang, Akku und ein Guthaben auf dem Handy. Oh mein Gott, Alter, gibt's wirklich viel, das bist du mir umbett. Das Wort Unique wird abgeleitet von dem englischen Wort Unique, wie welches einzigartig bedeutet. Das neben dir ist der Supermarkt. Okay, der Shop. Dort kannst du dir Essen und Trinken kaufen. Okay. Jedes Geschäft hat ein Lager, was beim Einkaufen nach und nach geleert wird. Okay, es wird geleert. Wenn ein Lager leer ist, kann man nichts mehr einkaufen, bis das neue beliefert wurde. Oha. Die Tab-Liste verrät einiges über die Spieler-Tab-Liste. Namen und so. Die Schrift und so. Vor der Name haben Admins, rote Spieler sind Ärzte und blaue sind Polizisten. Okay, Ärzte gibt es auch ein paar und Polizisten. Okay. Hier stehst du nun vor der Starthalle, genau. Uniger Cities. Hier stehst du, ja. Dort musst du deinen Personalausweis beantragen, um das Tutorial zu beenden. Das Verwaltungsbüro für Gruppierung ist dort, um eine neue Gruppierung zu gründen. Um einen Waffenschein zu beantragen, musst du auch hier hin, einfach mit dem Aufzug hochfahren. Okay, aber das kann ich als Level 5 machen. Okay. Also wir beantragen uns einmal Personalausweis, dass wir nachher gesetzlich hier wohnen dürfen. Also dann slash Personalausweis. Männlich, weiblich, männlich. Geburtsdatum, ich habe am 19. September 2000 bestätigen. Gut, starte als daher ein bisschen fertig. Kommen Sie dann wieder und geben Sie erneut. Okay, in 5 Minuten ist fertig. Okay, Sie können Ihr Personal nun in der Stadthalle abholen. Du bist nun ein Bürger von Unica City. Du darfst nun arbeiten und Fraktionen beitreten. Am Anfang solltest du dein Geld mit Nebenjobs verdienen. Okay, mit Slash Jobs. Okay Leute, in diesem Punkt mache ich mal aus. Okay, es war mal so mein Einstieg, also Tutorial. Ich werde versuchen, jetzt ein paar Videos über diesen Server zu machen, also zumindest sage ich jetzt mal Projekt, weil dieser Server ist wirklich sehr nice. Ich bin sehr beeindruckt und wow, es wird sicher lustig werden mit so Real Life und so Rollenspiele und so. Und ja, okay Leute, dann sehen wir uns wieder morgen. Wenn das Video euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo sehr freuen. Und wir sehen uns morgen. Ciao, Leute.